Stellen Sie sich mal vor, Sie sind der FED-Chef und liegen sehr lange daneben bei der Beurteilung der Inflation, die Sie als vorübergehend kennzeichnen. Dann merken Sie, shit, das ist anders gelaufen, die ist viel dauerhafter, diese Inflation. Dann müssen Sie umsteuern, das ist im November 2021 passiert. Dann versuchen Sie, Ihre Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen, indem Sie sagen, Mensch, ich meine es wirklich ernst, wir werden deutlich die Zinsen anheben, Bilanzsumme reduzieren etc. etc. Das machen Sie dann. Dann sehen wir nach einiger Zeit, dass die Inflation wirklich niedriger wird, vor allem zu den Vorjahresvergleichen, weil der Basiseffekt immer mehr durchschlägt, gleichwohl aber die Inflation nicht vorbei ist. Aber Sie wollen auf der anderen Seite dann jetzt nicht an diesem Mantra festhalten, dass wir so lange die Dinge zum Quietschen bringen, bis wir wirklich alles unter Kontrolle haben, sondern Sie wollen irgendwie versuchen, falls mal etwas schief geht, Ihre Fingerabdrücke nicht an der ganzen Geschichte zu haben. Also, dass Sie dann letztendlich sagen können, Mensch, ich habe doch nur auf die Daten reagiert. Und genau das ist das, was Powell jetzt macht. Er ist von Inflation is transitory jetzt zu dem Begriff Disinflation übergegangen und sagt dann faktisch, naja, wir werden halt auf die Daten reagieren, wenn die höher sein sollten in Sachen Inflation oder wenn der Arbeitsmarkt stark ist, dann müssten wir ja nochmal die Zinsen deutlich anheben, aber eigentlich Subtext erwartet er das nicht. Das ist eine sehr, wie soll man sagen, animierende Botschaft für die Märkte. Es werden die Animal Spirits, die tierischen Instinkte ein bisschen wieder getriggert, hat man das Gefühl. Und das Problem, das Paul jetzt mit dieser ganzen Geschichte hat, er schafft jetzt die Nachfrage, die er vorher mit seinen Zinsanhebungen eigentlich eindämmen wollte. Damit macht er faktisch in dem Versuch keinen Fehler zu machen, wo man dann sagen kann, Mensch Paul, du hast mit deinen Zinsanhebungen die Wirtschaft kaputt gemacht, hast uns ins Unglück gestürzt. Jetzt sagt er, okay, ich will mich da nicht angreifbar machen, aber macht sich insofern angreifbar, als er jetzt eben faktisch seine Zinsanhebungen neutralisiert, pulverisiert, indem er letztendlich die Financial Conditions willentlich letztendlich laufen lässt, wieder laxer wird lässt und das wird ihm auf die Füße fallen. Paul ist letztendlich von seinem Mantra Keeping at it von Paul Volcker, der damals ja wirklich aktiv gegen die Inflation mit starken Zinsanhebungen vorgegangen ist, jetzt in Richtung Arthur Burns gewechselt, der viel zu früh oder viel zu spät die Zinsen angehoben hat, damals wegen der Inflation und dadurch eben ein Vater dieser Inflation war. Und genau die Erfahrung wird Paul auch machen. Es war ein Fehler. Es ist eine Fehlerkette. Wenn du zu lange sozusagen deinem Gegenspieler im Fußball hinterher schaust, dann ist es natürlich ein Problem, wenn du von hinten kommst und dann ihm in die Beine grätscht. Und genau das ist jetzt die Situation von Paul. Er hat letztendlich den Gegenspieler vorbeiziehen lassen, hat dann die Grätsche versucht. Die ist einigermaßen gelungen, aber jetzt fürchtet er irgendwie nochmal einen Fehler zu machen und dann vom Platz gestellt zu werden. Also ist er windelweich, will niemand wehtun, hat so eine Art, wie soll man sagen, beruhigende Tonlage, denn das, was er sagt, die Inhalte, die sind eigentlich nach wie vor relativ hawkisch, aber wie er sagt, was er in den Vordergrund stellt, das ist irgendwie so beschwichtigend, ach, alles gut, macht euch mal locker und hier sehen wir nochmal November 2021, da hat damals Paul diesen Begriff transitory kassiert und gesagt, ist wahrscheinlich jetzt die Zeit, dass wir uns von dieser Vorstellung verabschieden, dass die Inflation letztendlich transitory sind. Jetzt sagt er, naja, also wir sehen diese Disinflation. Letztendlich sagt er uns, Inflation has peaked und er ist praktisch auf dieser Mission jetzt uns zu erklären, warum wir in Zeiten der Disinflation sind. Paul is slowly burning into Burns. Eben nicht mehr Volcker, sondern Burns. Und das ist, wie gesagt, das große Risiko, das er jetzt läuft, indem er sagt, naja, we are going to react to the data. Das ist genau das Problem. Du musst, wenn du eine inflationäre Situation hast, musst du letztendlich die Erwartungen steuern. Das macht die Fed jetzt mit diesen Aussagen von Paul nicht mehr. Also werden die Märkte machen, was sie wollen. Dadurch wird die Inflation hartnäckiger, das Problem wird dauerhafter. Und statt voranzugehen und zu sagen, so Leute, das ist der Weg, den wir gehen, sagt er, ach, wisst ihr, wir gucken mal, wenn wir dann an der Kreuzung sind, dann können wir ja gucken, welchen Weg wir gehen. Und das ist wirklich etwas, was ihm schwer auf die Füße fallen wird. Und die Märkte lieben dieses Wort Disinflation.
Das ist das, was sie wirklich hören wollen. Es ist also praktisch wie so ein pavlovscher Hund, der dann auf solche Begrifflichkeiten letztendlich reagiert und damit sich dem Risiko aussetzt, das wir jetzt schon sehen. Wir sehen, dass die Benzinpreise wieder gestiegen sind, der Ölpreis wieder gestiegen ist. Wir sehen also, dass die Energiepreise wieder anziehen, die ja ein Treiber der sogenannten Disinflation war. Wir sehen, dass Housing wieder jetzt anzieht, also der Immobiliensektor im Januar. Wir sehen, dass die Gebrauchtwagenpreise wieder deutlich steigen. Wir sehen, dass die Finanzkonditionen sich wieder deutlich lockern. Und dann kann natürlich Paul sagen, naja, also wenn die Daten höher reinkommen, dann reagieren wir schon. Aber das ist natürlich dann wieder nur eine Reaktion, keine Aktion. Gleichzeitig sagt Paul, ja, wir glauben, dass der Labormarkt, der Arbeitsmarkt sich abschwächen wird. Widerspricht dann später dieser Aussage vehement. Das will ich gleich nochmal zeigen. Aber zunächst mal noch ein paar Aussagen. Desinflationsprozess hat gestartet im Gütersektor, aber das wird noch lange dauern. Also er relativiert das immer und sagt, ja, das wird noch alles dauern, aber eigentlich macht er klar, dass er im Grunde glaubt, dass dieses Inflationsproblem schon weitgehend verschwunden ist, auch wenn man eben noch eine Zeit lang eine restriktive Geldpolitik brauche, auch wenn wir noch further rate increases machen müssen. Also er sagt ja durchaus, wir werden weiter die Zinsen anheben können, aber oder müssen. Aber er steuert eben die Erwartungen nicht mehr, wie JP Morgan hier schreibt. Er sagt nichts, wo ist eigentlich mein Inflationsziel, wo ist mein Zinsziel. Also er legt sich nicht fest, er sagt, wir reagieren. Und das ist dann immer natürlich eine wunderbare Ausrede, wenn später jemand sagt, Mensch, die Fed war es, die Fed ist schuld an dem oder an dem, dann kann er sagen, ach, weißt du, wir haben doch nur auf die Daten reagiert, das würde doch jeder so machen. Und das ist letztendlich so eine Art, naja, in Elend und Not bringt der Mittelweg den Tod und Paul geht den Mittelweg. Und hier nochmal dieser Widerspruch zu den Aussagen von Paul, zu seinen eigenen Aussagen, als er sagte, ja, wir erwarten, dass der Arbeitsmarkt sich abschwächen wird. Da sagt er hier, shortage of workers feels more structural than cyclical. Strukturell, also er sagt, naja, wir haben strukturell einen Mangel an Arbeitskräften. Das ist nicht zyklisch, also weil es der Wirtschaft jetzt besser oder dann wieder schlechter geht, sondern es ist strukturell. Wir haben zu wenige Arbeitskräfte, was eben dann eigentlich seiner Aussage total widerspricht, dass der Arbeitsmarkt sich abschwächen wird. Und ja, es sind eben diese hawkischen Aussagen. Wir sprechen über einige Zinsanhebungen. Wir müssen vorsichtig sein, zu früh den Sieg über die Inflation zu deklarieren, aber indirekt, im Subtext gibt er den Märkten das Gefühl, doch, der Sieg ist doch schon längst da und darin liegt der psychologische Fehler und dann muss sich ein Neil Kashkari, der früher ja auch im Camp der Tauben war, der jetzt zu den Falken gewechselt ist, der auch die Inflation komplett falsch eingeschätzt hat, der jetzt davor warnt, wie andere Fed-Mitglieder im Grunde auch, jetzt zu früh schon wieder hier euphorische zu werden und der kriegt dann harte Fragen von Steve Leisman. Naja, ihr habt gesagt, dass die Inflation nur vorübergehend sei, jetzt sagt ihr, die kommt nicht runter. Was ist da los mit euch? Woher wissen wir, dass ihr euch nicht schon wieder irrt? Und dann sagt Kashkari, naja, wir haben uns auf unsere Modelle verlassen und die haben sich als falsch erwiesen. Jetzt müssen wir uns den Realitäten stellen. Und wenn wir sehen, was da in Arbeitsmarktdaten kommt, wie stark eben hier diese Zahlen sind, dann müssen wir fürchten, dass die Inflation mit einem Lohnpreisspirale weiter wieder nach oben geht. Und Paul, ja dann auch dieser zweite Punkt mit diesen Financial Conditions, ja, die sollen doch deutlich straffer geworden. Und er meint wahrscheinlich dann solche Geschichten, wie zum Beispiel Kreditkartenzinsen, die sind jetzt bei 20,4% im Durchschnitt und wir sehen im letzten Monat, nämlich jetzt im Januar, ist der Consumer Credit mit 11,5 Milliarden, so muss es heißen, deutlich geringer ausgefallen als erwartet, mit 25 Milliarden. Das ist doch ein dramatischer Einbruch. Die Leute kommen jetzt offenkundig langsam an die Grenze ihrer Belastbarkeit bei den Kreditkarten und dann die Frage auf Finanzmarktwelt eines Kommentators, spielen die Leute jetzt Good Cop, Bad Cop, nur in umgekehrter Reihenfolge. Paul ist jetzt der Good Cop für die Märkte, andere wie Kashkari, wie Bostic, wie Ballard sind die Bad Cops, also teilt man sich da auf und hat da eine neue Einteilung gefunden. Ich hatte gestern ja getitelt im Marktgeflüster die Wandlung des Fed-Chefs in den letzten Wochen, Paul gegen den Rest der Fed. Gucken wir die Reaktion der Märkte an, vor allem Nasdaq wieder im Plus, Energie, also
Inflationsasset und Technologie ganz vorne, die defensiven Sektoren hinten. Aber was war das für ein Ritt? Zunächst ja nach oben mit Paul, dann der Abverkauf, dann wieder diese Rallye. Wir sehen hier, erst ging es 1,64% nach oben, dann ging es 1,81% nach unten und dann ging es wieder 2,16% nach oben. Das alles in relativ kurzer Zeit. Das ist schon extrem krass, was wir hier sehen. Und interessant ist, dass diese ganze Geschichte nicht ein Short Squeeze war vorwiegend, so wie in den letzten Tagen. Also es waren nicht letztendlich die Aktien, die am meisten geschortet sind, die das Ganze getrieben haben. Hier mal der Vergleich mit den Most Shorted Aktien und dem Nasdaq 100 grün, Most Shorted hier schwarz. Das war also nicht der Fall. Und das Erstaunliche ist auch, dass mit den Aussagen von Paul die Terminal Rate Expectations nicht gefallen sind, sondern unverändert sind. Das heißt, die Erwartung der Märkte, wo der Zinsgipfel der Fed ist, der hat sich letztendlich nicht verändert. Und was passiert mit den Anleihemärkten? Hier sehen wir, die Anleiherenditen sind weiter gestiegen, nicht gefallen. Das müsste man ja erwarten eigentlich, wenn das eigentlich sehr dovish ist, was Paul hier verkündet, dann müssten ja auch die Anleiherenditen nach unten kommen. Das taten sie auch anfangs, aber dann gingen sie steil nach oben, sodass da eine ziemlich große Lücke ist. Insgesamt haben wir gesehen, dass Devisenmarkt wie auch Anleihemarkt nicht so reagiert haben, letztendlich wie die Aktienmärkte. Hier sehen wir nochmal diese Bewegung bei der 10-Jährigen. Nächste Woche, wie gesagt, die Inflationsdaten und da eben Erwartung 0,5. Headline-Zahl 0,4 zum Vormonat in der Kernrate, das sind relativ hohe Inflationszahlen ja nach wie vor. Und wir sehen auf der anderen Seite nicht nur Dollarstärke, sondern eben jetzt auch den Versuch des Ausbruchs der 10-jährigen Anleiherenditen, der Renditen insgesamt. Die haben derzeit einen Aufwärtstrend, die steigen wieder. Das passt eigentlich nicht zu steigenden Aktienmärkten. Hier mal der Nasdaq im unteren Chart und die invertierte 10-jährige Rendite, also praktisch genau umgekehrt. Normalerweise steigt die Rendite, fällt der Nasdaq, fällt die Rendite, steigt der Nasdaq. Das hat sich jetzt hier entkoppelt. Oben im S&P 500 sehen wir, dass wir in dieser Zone nach wie vor sind. Gelingt da ein Ausbruch? Yes or no? Da sehen wir hier Euro, Dollar und Gold. Ich hatte Gold ja schon vor längerer Zeit geschlossen bei dieser Unterstützung. Bin gestern nochmal reingegangen, hatte gestern Euro, Dollar geschlossen bei 1,07 glatt, bin jetzt wieder drin in der Short-Position, weil ich davon ausgehe, dass der Dollar weiter stärker wird, dass die Renditen weiter steigen und es dann eben eine Frage der Zeit ist, bis diese Kongruenz zwischen Aktienmärkten und Devisen- und Anleihemärkten wieder hergestellt ist. Die Märkte haben inzwischen kapiert, ich hatte das gestern schon gezeigt, dass die Terminal Rate, also da wo der Gipfelpunkt ist, da ist man jetzt weitgehend bei der Fed seitens der Märkte, aber man geht dennoch davon aus, dass die Fed die Zinsen früher senken wird. Und nochmal zurück zu den Märkten. I reiterate, it is a bull market, sagte Jim Cramer. Wow, das sollte jedem zu denken geben. Und hier Carl Icahn, some people get rich studying artificial intelligence. Me, I make money studying natural stupidity. Das ist, glaube ich, das, was derzeit an den Märkten abläuft. Mit diesen Meme-Stocks, mit diesen Optionen, da ist viel Gier derzeit am Start, da ist der Glaube, jetzt ist alles vorbei. Wir sind in einem super Bullenmarkt, bei dem allerdings der Trash, also der Müll, weit ganz oben gespült ist. Das ist ein klares Zeichen eigentlich für einen Bullshit-Markt, könnte man sagen. Wir sehen hier der VIX auf Daily Basis. Nochmal dieser Rücksetzer wird jetzt immer enger bei den Bollinger-Bändern, wird immer mehr verkeilt. Das dürfte eine Ausbruchsbewegung bald beim VIX geben. Gestern hatten wir dann noch die Rede von Joe Biden zum State of the Union. Da hat er vorgeschlagen, die Steuern auf Aktienrückkäufe zu vervierfachen. Und da muss ich sagen, bin ich absolut bei ihm. Das ist im Grunde nutzlos, diese Buyback. Statt dass das Geld in Forschung geht, statt dass das Geld in Investitionen geht, kauft man die eigenen Aktien zurück. Das ist dann gut, meistens auch für die Manager-Boni, aber macht eigentlich keinen Sinn. Und Biden dann auch mit der Aussage, ja, das letzte Mal, als die Arbeitslosigkeit so gering war wie jetzt, hatten wir noch nicht den Fuß auf den Mond gesetzt, nämlich 1969. Zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Noch zum Abschluss. EZB-Straffungen haben bislang wenig bewirkt, sagte Isabella Schnabel. Also die wundert sich, dass die Geldpolitik irgendwie nicht so wirklich durchschlagend ist. Hochinteressant, was Isabella Schnabel-Lehner hier sagt. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Handelsbilanz in den USA fast 1 Billion Dollar alleine in 2022. Ein absoluter Rekordwert.
Das kann und wird alles natürlich wunderbar gut gehen. Zwei Empfehlungen. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.